Wir sind wieder zurück in Gothic, unterwegs mit unserer neuen Lederrüstung, die wir uns im letzten Teil besorgt haben. Und wir wollen mal schauen, ob wir uns jetzt die Karte besorgen können mit Schlossknacken. Doch dafür müssen wir warten, bis es Nacht ist. Also suchen wir uns am besten einfach mal ein schnelles Bett. Und schauen mal, wo wir eins finden. Das letzte Mal haben wir ja in der... Was jetzt? Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich will nicht in die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht wichtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Puh. Das ist dein Eintrittspreis für die Kneipe. Ich mache dir gleich ein Angebot. Du kannst mir den Buckel runterrutschen. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Versuch das. Ah. Ja, gib's ihm! Zeig's ihm! Na, komm her. Mal schauen, ob wir den Kampf hier gewinnen können. Zeig's ihm! 50 Gold gebe ich dem Kerl nicht. Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Haut auf! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Hör nicht auf! Team. Nicht schlecht. Boah, gerade so geschafft. Dafür nehme ich dich aus, dass du so geizig bist. Das hätte doch besser wissen müssen. Einen Ast nehme ich dir am besten auch mal weg. Nichts zu plündern. Lass uns mal. Oh, steh auf! Du bist ja nichts Neues. Na? Da ist nichts zu holen. Wir sind da alles mit. Geht doch. Darüber reden wir noch. Ja, tun wir. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? So, du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Ja, das ist nicht. Das hast du nicht gewusst. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Ihr hatte das nicht. So läuft das. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Der wollte 50 Goldstücke haben, du hast jetzt in eine Kneipe rein können. Ich glaube, es hackt. Ich habe so einiges gehört. So, wollen wir uns kurz mal zur Ruhe legen. In dem Buch. Allein. Das wird sich nie ändern. Kommt wahrscheinlich auch billiger. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wir schlafen am besten bis. Keine Ahnung, sag du es mir. Und es wird noch schlimmer. Joystick ein bisschen rauf. So. Wie lange haben wir jetzt geschlafen? Bis abends? Wollen wir eigentlich länger schlafen? Wollen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wohl, wie spät haben wir das schon? Immer wieder das Gleiche, was man hört. Ich glaube, es wird gerade erst dunkel. Das will doch keiner wissen. Wer sagt denn sowas? Das kann doch nicht bis Mitternacht schlafen. Oh, irgendwas spinnt hier total rum. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, geht auch. Bis Mitternacht. Kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube da nicht dran. Man darf halt nicht alles glauben. So, mal schauen, ob uns jetzt die Karte stibitzen können. Wir haben ja extra Schlösserknacken gelernt. Wir können zwar noch nicht schleichen. Und wenn wir noch nicht schleichen könnten, sollten wir vielleicht vorher kurz speichern. Damit, falls wir entdeckt werden, wir nicht gleich von der Wache erschlagen werden. Nun wollen wir mal versuchen, uns die Karte zu stibitzen. Wobei ich nicht sehr viel Hoffnung habe. Da wir noch nicht schleichen können und so die Bewohner des Hauses meistens ziemlich schnell aufwachen.
Nimm deine Finger weg da! Ja, wie ihr seht, wachen die sofort auf. Und wollen sofort Lass in Zukunft vermöbeln. Die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Von daher werden wir erschleichen lernen müssen. Doch da uns dafür die Erfahrung fehlt und auch momentan der Ort und der NPC, machen wir uns dann am besten auf den Weg nach Onas Hof. Und wir reden mit den Söldnern. Denn wie ihr im Vot entschieden habt, wollen wir zu den Söldnern gehen. Eine Entscheidung, die ich gut nachvollziehen kann, weil wir am Ende Drachentöter werden. Wir werden zwar so oder so wahrscheinlich einen Drachen töten, da es hier in dem Spiel ja darum geht, dass die Drachen angreifen und die Orks. Ich könnte dir sagen. Doch, wir schauen uns die Söldner mal näher an auf Onas Hof. Und dafür gehen wir mit Laris, war das, glaube ich. Laris wollte mit uns zum Hof laufen. Und da wir keine Karte haben und uns ansonsten nur verlaufen würden, laufen wir mal mit ihm. Ich weiß langsam nicht mehr, was Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden. Natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ja, dann werden wir das machen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Was macht er denn hier? Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Wegen der verschwundenen Leute. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Nee, denke ich auch nicht. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe so einiges gehört. Werden wir uns auch noch hinterklemmen, was das zu bedeuten hat? Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Nein. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Ja, das wollen wir. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Wir wollen zu den Söldnern, wie gesagt, der Boot entschieden hat. Die Söldner. Ich bin mir sicher, dass Lee dich aufnehmen wird. Aber du musst zuerst eine Probe bestehen. Rede am besten mal mit Kord auf Onars Hof. Er kann dir bei deiner Aufnahmeprüfung helfen. Sag ihm, dass du unter meinem Flügel wohnst. Er wird dann schon verstehen. Okay, also müssen wir mit Kord auf Onars Hof reden. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die Vermissten wissen, kann ich hier nicht weg. Er kann also nicht mit uns kommen, solange wir das mit den Vermissten noch nicht geklärt haben. Und ansonsten wüsste ich aber jetzt auch nicht, wie wir da genau alleine erstmal hinkommen würden. Von daher kümmern wir uns erstmal um die Vermissten. Und machen uns dann auf den Weg nach Onas Hof. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Speichern nochmal schnell. Wo hat das denn angefangen mit den Vermissten? Ich glaube, das war hier im Hafenviertel. Können natürlich jetzt nach den vermissten Leuten suchen. Das hat er doch vorher gedacht. Wobei, machen wir Planänderungen nochmals. Wir machen uns aber jetzt alleine auf dem Weg nach Onas Hof, um den Söldnern beizutreten, genau.
Hey, du, warte mal. Schon wieder? Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Na, was möchtest du? Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Ja, das wissen wir schon aus dem ersten Teil. Aber das muss eine Verwechslung sein. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, klar. Wir machen noch keinen Ärger. So. Auf Richtung Onas Hof. Da wir jetzt keine Karte haben, muss ich mich einfach grob orientieren. Ich glaube, wir müssen hier oben irgendwo raus aus der Stadt. Ja, kannst du hier hochklettern? Ja. Genau, das ist der zweite Eingang. Und dann geht es theoretisch erstmal einfach nur geradeaus. Hey, hey! Nicht so schnell! Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Denke ich nicht. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Nehmen wir ihn mit für 10 Goldmünzen? Na, ich denke drüber nach. Ich denke darüber nach. Wie du willst. Ich wünsche dir einen schönen Tod. Danke. Werden wir haben. Vorne ist ein Wolf. Wir schnappen uns mal unseren Bogen. Na komm. Treffen. Okay, Bogen macht anscheinend nicht so viel Schaden. Wir müssen ziemlich nah ran mit dem Teil, damit wir überhaupt irgendetwas treffen. Nicht so. Oh, dann haben wir das erste Fell, was wir brauchen zum Bogen, für den Bogenmacher. Damit er uns als Lehrling akzeptiert. Da könnt ihr mir übrigens auch mal schreiben, zu wem wir am besten gehen sollen. Zum Schmied, dem Bogenmacher oder dem Alchemisten. Was ihr da am sinnvollsten haltet. Doch zuerst kümmern wir uns hier um die Wölfe, die auf dem Weg liegen. Nimm mal wieder dein Schwert raus. Vorher essen wir noch eine Kleinigkeit. So, unser Leben wieder etwas aufgefüllt. Wir können uns dem nächsten Wolf entgegentreten. Ne? Ich sehe dich doch da schon hinterm. Das Schwert macht ja noch weniger Schaden als unser Bogen. Aber für den Bogen haben wir leider nicht unendlich viele Pfeile. Was denn hier? Ist noch die Stadtmauer? Ja, ich glaube schon. Was sagt uns dann unser Schild? Nach Coruines, zur Taverne. Ja, machen wir uns mal auf Richtung... Oh. Taverne. Diese Ratten, ey. Hässliche Viecher.
ganz schön dunkel hier mal. Vielleicht hätten wir uns doch lieber tagsüber auf den Weg machen sollen. Was haben wir hier? Kleinen Goblin. Ne? So. Und bevor uns der nächste Goblin noch aus den Latschen haut, trinken wir mal einen Heiltrank. Und füllen unsere Lebensenergie wieder auf. Hier haben wir einen weiteren. Hier vorne geht eine Treppe hoch. Ich weiß mal nicht, wo die hinführt. Wir laufen mal weiter den Weg entlang. Treffen schon wieder auf einen Wolf. Er springt uns aber auch zackig an. Boah. Schon wieder ganz schön viel Leben verloren. Nur mal einem so einen kleinen Bibi-Wolf. Immer so langsam dürften wir die meisten Fälle auch zusammen haben. Oh Gott, das könnte denn. Die sehen ja hässlich aus. Die halten auch eine Menge aus. Nein, warum machst du das runter auf? Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ich bin auf die falsche Taste gekommen und habe mitten im Kampf das Inventar aufgemacht. Das ist super, super, super praktisch. Folgen die uns immer noch? Nein, wir sind sie los. Oh mein Gott. Jetzt können wir mal nachschauen, ob wir noch irgendwas Sinnvolles haben. Käse können wir essen. Ein Fisch. Noch ein Fisch. Ein wenig Wurst. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Speichern vielleicht davor. Bevor wir noch wieder sterben. Und das Ganze nochmal machen müssen. So. Was waren das für komische Monsterviecher da vorne? Ich hoffe, die haben nicht wieder volles Leben, sonst könnte das echt problematisch werden. Oh Gott. Sie haben immerhin Fleisch dabei. Ich habe immer noch keine wirkliche Kochstelle gefunden, wo wir braten könnten. Wir nehmen Fleisch, ein bisschen Gold, einen Hammer, Ersatzteile und noch mehr Pfeile. Die Pfeile sollten wir am besten alle einstecken. Weil wenn wir noch mit dem Bogen am besten auspacken, verlieren wir auch nicht mehr so viel Leben. Pech. Sonst noch was Interessantes hier? Gold. Pfeile. Und jetzt setzt du dich hin. Nein, wir wollen weiter. Oh, wer ist er denn? Jawohl. Steck die Waffe weg! Okay. Kluges Kerlchen! Was ist denn los? Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Was ist denn hier passiert? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle? Was waren das für Kerle? Na, die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen.
Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. So wie wir? Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. So. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Kann ich verstehen. Und jetzt? Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie kaum schleppen konnten. Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau und der Eingang zum Pass ins Minental. Da waren wir ja auf dem Weg hin. Wegen der Steintafeln. Ich habe hier eine. Ich danke dir. Jetzt fehlen mir noch 2. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt. Ja, deine Steintafeln kriegst du irgendwann noch. Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Alles klar. Gut, Erol braucht seine Steintafeln. Und wir sind weiterhin auf dem Weg Richtung Taverne und dann zu Onas Hof, um den Söldnern beizutreten. Wir machen hier mal die nächste Pause und sehen uns dann wieder im bald schon 9. Teil. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben, wen wir beitreten sollen. Also nicht, wen wir beitreten sollen, das haben wir schon geklärt. Sondern, ob wir dem Bogenmacher als Lehrling beitreten sollen, dem Schmied, dem Alchemisten oder... Ich glaube, das war's, ja. Das sind unsere Auswahlmöglichkeiten. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil.